So, hinter mir seht ihr die einstige katholische Hofkirche hier in Dresden am Elbufer. Und oben haben wir drei relevante Lateinvokabeln, die auch in Lateinbüchern vorkommen. Zum einen ist es Hanc Aedem, Hanc von Hic, Hec, Hoc. Ja, Hanc, weiblich, Akkusativ, Singular. Und nach Hanc steht Aedem, von Aedes, das Gebäude oder auch der Tempel. Und unten seht ihr Condidit. Augustus war jetzt einfach der Name, August der Dritte. Aber Condidit ist wichtig. Von Condere, Condo, Condidi, Conditum. Und dieses Verb Condere kommt in den Lektionen vor, bei denen es um die Gründung Roms geht. Urbem Condere, eine Stadt gründen. Hanc Aedem Condidit bedeutet, diesen Tempel hat erbaut Augustus der Dritte. So, das wären diese drei Vokabeln. Ganz oben steht Dom, also von Domus, das Haus. Gut, das wär's. Ich bitte noch um einen kurzen Schwenk auf die andere Seite. Hier seht ihr dort im Hintergrund die Frauenkirche. Sehr, sehr schön hier in Dresden. Ja, gut.